Ein Helm ist die Sanftmut. Ein Helm bedeutet, sich nicht zu übereilen und überstürzen bei der Bestrafung und bei der Rache. Das ist Al-Hilm. Einer der Namen Allah Ta'alas ist Al-Halim. Das ist der, der seine Diener nicht, also der sie nicht sofort bei ihren Sünden bestraft, sondern ihnen Aufschub gibt, ihnen Aufschub gewährt. Das ist eine der Bedeutungen dieses Namens Al-Halim. In einem Hadith wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, manche meinen, dieser Hadith wäre Mawquf, also eine Aussage eines Sahabi, nicht die des Propheten, wie dem auch sei. In dem sagt er, innam al-ilmu bit-ta'allum, das Wissen kommt vom Ta'allum, das Wissen kommt nicht hergeflogen oder wird nicht aufgelöffelt oder angeboren. Das Wissen kommt vom Ta'allum. Al-Ta'allum heißt, sich hinzusetzen, abzumühen und zu lernen, investieren. Denn dieses Wort Ta'allum hat das Schema Tafa'ala. Tafa'ala bedeutet, etwas mit sich zu etwas zwingen und es in Kauf nehmen und ertragen, auch wenn es ein bisschen ungefällig ist. Er sagt, innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. Und Sanftmütigkeit kommt von Tahallum. Tahallum heißt, auch wieder wie bei Ta'allum, du musst das in Kauf nehmen, schlucken, und du musst dich dazu zwingen und drängen, bis es irgendwann eine Eigenschaft in dir wird. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Al-Ashaj ibn Qais sagte, inna fika khallatayn oder khuluqayn, du hast zwei Eigenschaften, die Allah und seinem Gesandten lieb sind. Dann sagte er, Al-Hilm, Al-Hilmu, das ist die Sanftmütigkeit, wal-Ana. Al-Ana heißt, dass er, also die Gelässigkeit oder bedachtsames Handeln. Ein Mann beschimpfte Ibn Abbas radiallahu anhu und schmähte ihn, also in seiner Anwesenheit. Denn wenn man über jemanden redet in seiner Abwesenheit, ist das Riva. Und in seiner Anwesenheit Schimpf. Sei. Wenn du über jemanden sagst, Fulan ist ein Fasik, Fulan ist nicht gut mit seiner Mutter, Fulan macht das und dies, in seiner Abwesenheit Riba. In seiner Anwesenheit Schimpf. Schimpf ist das. Also Schmähung, Schimpf. Schatten. Als jemand beschimpfte und schmähte Ibn Abbas radiallahu anhu, Ibn Abbas, welche Verwandtschaftsbeziehung hat er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam? Cousin. Ibn Abbas ist sein Cousin. Auf jeden Fall, als der Mann dann seine Schmähworte beendet hat, sagte er zu seinem Begleiter Ikrima, schau doch, ob dieser Mann ein Bedürfnis hat, das wir stillen können, oder ein Bedürfnis, worin wir ihm helfen können. Daraufhin senkte der Mann seinen Kopf aus Scham. Aus Scham. Aber hätte er ihn ebenso behandelt, hätte er zurückgeschimpft, hätte der Mann seinen Kopf gesenkt vor Scham. Im Endeffekt hat Ibn Abbas ihn besiegt oder nicht. Hätte er aber das Gleiche getan, würden beide ihre Köpfe noch weiter in die Höhe treiben. Und daher sagt Allah Ta'ala, er weist auf diesen Khuluq hin, den Ibn Abbas hier umgesetzt hat, und andere der Salaf. Er sagt, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Die Hasana und die Sayyia kommen nicht gleich, sind nicht ebenbürtig. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Wäre mit dem auf das Beste ab. Oder wäre mit dem Besten, also auf der besten Art und Weise ab. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Was passiert dann? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Und dann wirst du sehen, dass der zwischen dir und dem Feindschaft besteht, wie ein enger Freund wird. Aber kann diesen Khuluq jeder umsetzen? Das ist nichts Einfaches. Und daher sagt Allah Ta'ala, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Und das verstehen nur die, oder das können nur die ertragen, die geduldreich sind.
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Und nur jene, denen großes Glück zusteht. Also das ist keine einfache Sache. Leichter gesagt als getan. Ein ähnlicher Fall, ein Mann ließ Muawiyah radiallahu anhu scharfe, feindselige Worte anhören. Muawiyah während seiner Amtszeit, nenne ich das mal. Dann sagten einige der Anwesenden, wie wär's, wenn du ihn bestrafst? Für diese Worte, die er in deiner Anwesenheit, weil die Muluk haben nie alleine gesessen. Die Könige haben nie alleine in seiner Anwesenheit, waren seine Wuzara, seine Hilfsleute, die Qudha waren anwesend, die Ulama waren anwesend, ja. Und in der Anwesenheit dieser Leute, ihn diese Worte hören zu lassen, ist nichts Einfaches. Daraufhin sagte er dann, ich schäme mich davor, dass meine Sanftmut, also der Hilm, nicht für einen einzigen Mann meiner Ra'iyya, also meiner, wie nennt man das, meiner Herde, sage ich mal, ausreicht. Und ein Mann, ein Ghulam, also ein Sklave von Abu Dharr, radiyallahu anhu. Abu Dharr war einer der ersten und der früheren Muslime, aber er war von den Fuqara. Einer der Ghilman von Abu Dharr kam zu ihm und er hatte das, wie gesagt, Abu Dharr war arm, ja, er hat nicht viel gehabt. Er hat von diesem wenig, was Abu Dharr hatte, eines seiner Schafe, hat ihm das Bein gebrochen, dem Schaf. Dann fragte Abu Dharr, wer hat denn das Bein dieses Schafs gebrochen? Dann sagte dieser Ghulam, ich habe das gemacht und ich habe das absichtlich gemacht, um dich zu erzürnen, damit du mich schlägst und Sünde auf dich nimmst. Und dann sagte Abu Dharr, Wallahi, ich werde den, der dich dazu angestachelt hat, ja, erzürnen, also den Shaitan, ich werde den, der dich dazu angestachelt hat, zu erzürnen, und hat er ihn freigelassen. Jemand beschimpfte Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim war der Sayyid seines Volkes, Sayyid seines Stammes. Und er hörte sich den Schimpf schweigend an, bis der Mann fertig war und geschwiegen hat dann. Weil das ist wirklich so, ne? Menschen, die dich angreifen oder beschimpfen, sie wollen eine Reaktion von dir sehen. Sie wollen, dass du reagierst. Und wenn du nicht reagierst, dann wissen sie meistens selbst nicht mehr, was zu tun ist und schweigen dann. Oder sind so verblüfft. Warum passiert da nichts sozusagen? Hat nicht gezündet. Jedenfalls, Adi ibn Abi Hatim hat sich das dann angehört, bis er geschwiegen hat, der Mann. Dann sagte er, hast du noch was zu sagen? Also wenn du noch was sagen willst, dann beeil dich, bevor die Shabab, also die Jugend oder die Leute dieses Viertels, also seines Stammes, zurückkommen, denn es wird ihnen nicht gefallen, dass du mit ihrem Sayyid so sprichst, also mit ihrem Stammesführer. Umar ibn Abdul Aziz, das habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, im vorletzten Satz. Umar ibn Abdul Aziz ist in die Moschee eingetreten, der Nacht, und die haben kein Licht gehabt, wie wir es heute haben, also es war dunkel. Und er ist über einen Mann gelaufen und gestolpert über ihn. Und daraufhin hob er seinen Kopf an, also der auf dem Boden lag, und sagte, bist du gestört? Also Umar ibn Abdul Aziz war der Khalifa oder König. Und dann sagte Umar, nein. Also er hat nur gesagt, nein, ich bin nicht gestört. Und seine Wächter, die mit ihm waren, wollten diesen Mann packen, der zu ihm das gesagt hat. Und dann sagte Umar, lasst ihn, er hat nur gefragt, ob ich gestört bin. Ich habe gesagt, nein. Ali ibn Hussein ibn Ali. Auch er wurde beschimpft. Daraufhin seine Rilman,
die um ihn herum waren, wollten auf ihn losgehen. Dann sagt er, mahlan, also macht langsam. Und dann sagt er zu diesem Mann, der ihn beschimpft hat, er sagte, das, was du über uns nicht weißt, ist noch viel schlimmer. Also du hast uns mit Dingen beschimpft, die wir vielleicht verdienen, so beschimpft zu werden, aber das, was du nicht weißt, ist noch viel schlimmer oder noch viel mehr. Hast du ein Bedürfnis, das wir für dich decken können oder worin wir dir helfen können? Und auch hier wie im ersten Fall hat das dazu geführt, dass der Mensch, dieser Mann sich in den Boden geschämt hat und dieser Ali ibn Hussein gab ihm seinen Umhang, den er anhatte, und 1000 Dirham dazu. Und dieser Mann pflegte später zu sagen, ich bezeuge, dass du aus dem Haus des Propheten bist. Dass du aus dem Haus des Propheten bist, wegen seinem Verhalten. Das zu dem Al-Hil.